Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu meinem Angelausflug in Florida oder nach Florida in die Everglades oder zu den Everglades, wie ihr es auch immer nennen mögt. Wir sind hier auf der Pirsch und versuchen den Bullhead zu fangen. Wir haben ja den Bull. Ach, ich wollte es euch gerade gesagt. Ja, gut, jetzt bin ich am Rausschmeißen. Werde ich es euch gleich zeigen. Wir haben ja einen 3 Pfund schweren Bullhead gefangen und sollten damit hoffentlich auf Platz 1 sein. So, der stellt sich schön auf. Also, das heißt, die Tiefe passt. Wir haben ja jetzt auf 25 gestellt. Und wir schauen einfach mal, was so zwischen den Seerosen überhaupt sitzt. Ob da überhaupt Fisch sitzt oder auch nicht, ja. Das bleibt jetzt zu testen. Der Bullhead ist in diesem Spiel ein sehr, sehr schlecht gefangener Fisch, beziehungsweise macht kaum einer Jagd auf den. Ich weiß nicht warum. Finde ich ein wenig sehr, sehr schade. Aber hier zwischen den Seerosen soll sich gar nichts tun. Jetzt werden wir einfach mal die Probe auf Exempel machen und werden mal hier vorne einfach reinschmeißen und mal sehen, was hier direkt vor der Haustür los ist. Bei einer Höhe von 25. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Ne, ich möchte mehr reindrehen, auf jeden Fall. So, hier. Und jetzt geben wir den Schnur. Und jetzt schauen wir einfach mal an, mit einer Höhe von 25, was hier passiert. Ob wir Traffic auf unseren Schwimmer bekommen oder nicht. Wie gesagt, wir sind bei 25 und dann werden wir gleich die linke Seite mal ausloten. Ach, ich könnte jetzt hier sitzen und ein Nickerchen machen. Es ist wirklich so. Es ist echt total schön hier zu sitzen. Oder zu stehen. Wir stehen ja jetzt hier, aber diese Ruhe. Aber ich glaube, 25 ist hier zu knapp für unser ausgeworfenes Ziel hier. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, normal angeln wir hier mit 55 bis 58. Und jetzt haben wir mal knapp die Hälfte. Das heißt, der schwimmt irgendwo mitten im Wasser. Da wird sich keiner dran verirren, ne? Deswegen werden wir es jetzt hier an den Seerosen versuchen. Und er stellt sich auch sehr schön und schnell auf. Das ist ein gutes Zeichen. Und da haben wir schon Alarm. Es ist auf jeden Fall Bewegung zu sehen.
Schaut mal rechts im HUD auf den Schwimmer und dann seht ihr das. Ich kann ihm gerne etwas Schnur geben, damit er sich stellt, aber das wird nicht die Schnur gewesen sein. Man müsste wissen generell, wie tief es hier an der Seite ist. Ein Echolot wäre nicht schlecht, damit nicht um die Fische zu sehen, sondern die Wasserbegebenheiten, wo wirklich die tiefste Stelle ist und so weiter und so fort. Und damit dann abscannen, das wäre natürlich total genial. Es soll ja hier Echolots geben, später. Aber nee, meine Freunde, da tut sich nichts. Also 25 ist, also hier an den Seerosen haben wir definitiv kein Glück. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal auf die Dings drauf, beziehungsweise wir schauen jetzt erstmal hier nochmal die Rangliste an. Nicht mein Kescher, den will ich ja gar nicht zeigen. Aber hier sehen wir die ganzen Trophy Brown Bullheads, die wir gefangen haben. Ich möchte eher die Rangliste nochmal zeigen, damit wir sehen können. Und zwar haben wir hier den Trophy Bullhead. Er ist 30, also 3 Pfund schwer gewesen, wie unser auch. 17,3. Jetzt müssen wir mal schauen, wie groß denn unser war. Wir haben da auch einen 30er, ne? Wo war denn unser Dreier? Ne, aber das dürfte dann rein theoretisch auch nicht passen. Das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist sehr, sehr schlecht. 17,26, was hatte ich jetzt gesagt? Das habe ich mir dort wieder hier nicht gemerkt, wie groß der war. Sollten wir jetzt gleich haben. Wowza. 17,30 hat der. Ja, dann ist er natürlich höher. Dann haben wir den noch nicht geschlagen. Aber wir werden jetzt wieder höher drehen. Und zwar unsere Route auf 56 oder 57 können wir auch lassen. Dann werden wir noch mal unser Glück versuchen. In der Hop, da haben wir schon Traffic. Mit der Sonne angeln wäre natürlich jetzt praktischer als gegen die Sonne, aber da geht er. Aufpassen, meine Freunde, jetzt geht er los und zack, kriegt er eine. Wir sollten den haben. Aber auch wieder ein kleiner, aber nichtsdestotrotz. Bullhead ist Bullhead. Wir hängen fest. Jetzt senkt er sich.
Also wir haben jetzt um 9 Uhr eingefangen. Im nächsten Update, da bin ich ja so mal gespannt, soll es so sein, dass man denn auch sofort sieht und nicht mehr alles rechts rüberziehen soll, was repariert werden muss, sondern mit einem Klick soll man das an Ort und Stelle reparieren können. Also man muss es schon zu Hause reparieren, allerdings nicht mehr jetzt mühselig von seinem Slot hin, rechts ins Home ziehen, wie ich es euch in dem Equip-Tutorial gezeigt habe, sondern es soll einfach viel einfacher und schneller gehen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und wie gesagt, das metrische System, ne? In Meter jetzt, Gradzahl und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Dinge, da kann man wirklich wunderbar denn mit leben. Also ich finde, das Spiel entwickelt sich hier wirklich sehr, sehr positiv und vor allen Dingen in die richtige Richtung. Die Entwickler lassen sich nicht beirren und sagen oder hören und nehmen vor allen Dingen auch Informationen von der Community auf. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ob wir jetzt noch mal ein Bullhead hier rausbekommen, das ist eine Frage, denn die Sonne, die steht jetzt ganz schön tief. Wir haben mittlerweile 9:30 mittags. Mittags da schon, ja klar, ist klar, 9:30 mittags. 9:30 am Morgen. Und es ist wirklich schwierig jetzt um die Zeit was zu fangen. Wir haben ja gesagt bis 9 Uhr. Und jetzt kommt ja natürlich die Übertestzeit, die wir hier haben, um zu sehen, was wir hier letztendlich noch fangen, ne? Da haben wir wieder was. Da geht er und da kriegt er direkt wieder ein. Ah, der war zu früh, seht ihr? Und jetzt ist mein Bait weg. Also da habe ich gepennt und nicht aufgepasst. Deswegen würde ich sagen, meine Freunde, neuen Köder dran. Und wir machen hier jetzt aber erstmal eine Pause, weil ich habe ein wenig Hunger und würde gerne etwas essen gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder weiterhin dabei seid, wenn wir Jagd auf den Bullhead machen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.